Servus Leute, Herr Stadion von Bodykraft, heute mit der lieben Anne. Und es gibt heute einen Kurzhantel-Workout. Wir machen einfach ein HIIT. Schnappt euch zwei Kurzhanteln. Ich habe jetzt 5 Kilo, sie 3 Kilo, also ganz easy. Ich habe 3,5. Also 3,5, Entschuldigung. Hallo. 3,5. Könnt ihr sogar mit 2 Wasserflaschen oder irgendwas machen. Also wirklich super, super einfach, um zu Hause nachzumachen. Wir machen spontan die Übungen. Genau, 15 verschiedene Übungen. Abwechselnd, genau. 50-10, oder? Nee, 1 Minute und 20 Sekunden. Okay, also 1 Minute Power, 20 Minuten, 20 Sekunden kurz. Überlegen. Nächste Übung überlegen, genau. Genau. Wir legen gleich los. Ja. Bei uns ist arschekalt. Ja, arschekalt. Deswegen bin ich auch entsprechend angezogen. So, wir fangen an, ich drücke los und die erste Übung sollten wir gleich wissen. Was sollen wir machen, erste Übung? Okay, wir machen Liegestütze auf den Hanteln und dann Strecksprung nach oben. Mit der Hand? Mit der Hand, genau. Okay. Also man nimmt es in die Hand. Ich kann nicht annehmen. Du drückst drauf und dann geht's los. Okay. So. Und einfach. Ah, okay. Wir können sie unten lassen. Zu gütig. Jetzt will ich sie mal hochnehmen. Und schön aus den Waden hochspringen. Noch mal eine ganz andere Belastung, wenn ihr mit Kurzhanteln trainiert, auch wenn es nur leichtes oder vermeintlich leichtes Gewicht ist. Es wird immer schwerer, es ist ganz anders wie so eine statische Übung, gell? Genau. Wo man mal schnell 50 Kilo stemmt. Allein schon bei den Liegestützen, wenn die Hantel wegrollen kann. Handgelenk muss starr bleiben. Genau. Wichtig bei den Übungen. Ich überlege mir schon die nächste. Ja, jetzt bist du dran. Ihr könnt hier auch mit verschiedenen Gewichten arbeiten, wenn ihr mehrere da habt, aber wir nehmen jetzt einfach nur eine. Klar. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen in die Plank, legen ein Gewicht vor uns. Das Gewicht immer auf eine Seite. Okay. Also, sobald es geht, geht's los. Genau. Warm. Plank. Und immer auf eine Seite. Kann man es auch ziehen? Kann man auch ziehen, klar. Ihr merkt dann vor allem durch die Verlagerung, wie eure seitliche Bauchmuskulatur arbeiten muss. Ja. Sauber, nicht irgendwie einfallen oder so, sondern bleibt stabil. So baut man auch wunderbar Bauchmuskeln auf, ohne 1000 Crunches am Tag zu machen. Komplexe Übung ist halt der Schlüssel. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Cardio, würde ich sagen. Wir machen, oh mein Gott, es ist so kalt, Elbow to Knees, 10 Stück und danach will ich 5 Elbow Tucks sehen. Seid ihr bereit? Elbow to knee ist so und geht los.
1, 2, 3, 4, 5. Schön eindrehen. 6, 7, 8, 9 und 10. Elbow Tucks. 5 Stück. 1, 2, 3, 4 und 5. Und wieder los. Laufübungen manchmal dämlich aussehen. Ich sag's euch, die sind effektiv. Bei jedem Mal, wenn ich jetzt das Knie hochziehe, merke ich es im Bauch. Richtig mit zu Hause. Nochmal. Okay. Okay. Wir legen die Gewichte auf die Matte. Ja. Gehen in die Hocke. Machen tiefe Sprünge. Tiefe Sprünge. Bleiben unten, solange es geht. Als Pieks geht's los. Bleiben unten. Bleiben unten. Bleiben unten. Ha! Nicht über die Gewichte stolpern. Und selbst bald immer, oh, ich bin so tief unten. Kommt noch ein drittes Gewicht dazu. Ja, das Schwerste. Oh. Zieht. Kein Knopf. Es geht wunderbar. Auf Po, auf die Beine. Den ganzen Körper. Nächste Übung. Wir machen jetzt so eine Art Kettlebell Swings. Wir nehmen die Gewichte in die Hand, stehen ganz eng zusammen und schwingen vor. In die Knie gehen und dann Hüfte immer nach vorne bringen. Explosiv. Wir drücken aus der Ferse hoch. Wer noch ein bisschen Wade reinbringen will, kann noch hoch in die Wade. Und da merkt man auch 5 Kilo pro Arm. Ganz schön schnell. Das stimmt. Oder 3,5. Das ist doch alle falsch. Werde ich jetzt diskriminiert? Ja. Mit meinen 3,5 Kilo. Okay,
will jetzt mal wieder ein bisschen Cardio sehen. Und dazu machen wir Punches. Heißt, oben Punch, unten Punch. Immer wieder nach links, dann nach rechts. Daniel kann es besonders schön zeigen. Ich bin nicht der Puncher. Also, wir hüpfen, Punch, unten, selbe Hand, andere Richtung, über den Körper, Punch, runter. Und immer die Seite wechseln oder wie Daniel es macht, einfach die Hüfte wechseln. Wenn ihr mal einen Kickbox-Workout oder so wollt, schreibt einfach in die Kommentare. Weil ich bin da der Profi. Genau. Man sieht's. Anne mit ihrer Killerfaust. Bam! Vorne, machen Bizeps, schrecken nach hinten. Zeigt sich von der Seite. Gerade stehen oder? Wir beugen uns nach vorne. Okay. Okay. Und? Oh mein Gott, da ist gleich mein Gewicht zu schwer. Muss auch sein. Können wir kurz halten oben. Also für mich ist eigentlich nur der untere Arm, oder? Genau. Guter Kampf. Ja, sehr gut. Ne? Schöner, perfekter Schüler. Und durch dieses kurze Halten oben werden die Muskeln richtig aktiviert. Wisst ihr auch, woher der Muskelkater morgen kommen wird? Rücken gerade. Ganz schön jetzt. Ich auch. Oh. Oh. Okay. Okay, wir können oben bleiben. Okay. Schnappen uns ein Gewicht. Machen Rush and Twist. Bauchübung. Wir nehmen die Hand von der Seite und dann gehen wir von Seite zur Seite. Die Beine sind leicht vom Boden entfernt. Der Kopf geht immer mit, damit die Wirbelsäule sich in einer natürlichen Position befindet. Aber wir rotieren aus dem Bauch heraus. Schaut wirklich, dass der Bauch arbeitet. Noch 25. Oh.
Kopie. Und wenn wir in der Plank sind, heben wir abwechselnd links Bein, dann rechtes Bein. Dann springen wir hoch und liften einmal gerade durch und dann wieder runter. Okay. In den Burpee, den Half Burpee Jump. Lift und lift. Hochkommen, gerade Lift nach vorne und wieder runterlassen. Burpee Jump. Rechtes, linkes Bein, Wechsel, hoch. Jump forward in den Sumo Squat und lift. Sumo Squat runter. Kontrolliert nach vorne hochlegen. Bauch anspannen, wenn ihr hebt. Wir machen jetzt einen Sumo Squat, einen richtigen Sumo Squat und springen dann hoch. Ohne Gewicht. Mit dem Angewicht. Genau, ich nehme in die Hand. Schauen, dass wir es stabil halten. Und richtig runter. Hoch und aus den Waden hoch. Runter. Ganze Körper von euch wird heute so richtig rangenommen. Ohne Ausreden. Was ihr in dieser Viertelstunde macht, dafür steht ja eine Weile im Fitnessstudio rum. Ja. Glaubt's mir. Besonders für den Nachbrenneffekt. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Nachbrennen. Gerade ist das Bade hochdrücken, schon aber wunderbar für die komplette Fußmuskulatur. Wie viele Übungen sind es noch? So, wir haben noch zwei Übungen. Du noch eine, ich noch eine. Ja, ich mache jetzt mit euch Around the World. Wir brauchen wieder nur eine. Das ist was für eure Arme, für euren Bauch und für euch. So, wir kreisen vor unserem Körper, großer Kreis, in die Mitte, andere Richtung. Spannt richtig den Bauch an, großer Kreis und wieder zurück. Ich will die Arme in der Mitte gerade sehen. Richtig gerade raus und zurück rein. Wechsel immer wieder. Nicht nur in eine Richtung drehen, auch in die andere. Schon wahnsinnig gut für die Haltung, diese Übungen. Wenn man Probleme hat, wenn man so ein bisschen bucklig rumläuft. Ja, achte drauf, dass der Rücken gerade ist. Also diese Übungen. Okay. So, jetzt machen wir als abschließende Übung. Ah ja, dann kommen die Burpees nochmal. Die Burpees? Ja. Ohne alles? Mit allem. Alle. Mit allem. Okay. Mit normale Burpees, nur die Hand in der Hand. Okay. Okay. Also die Hand nehmen und let's go. Mit Liegestütz. Natürlich. Ach so, jetzt hoch. Jetzt richtig. Okay. Hoch. Mach die Liegestütze sauber, keine durchhängenden Posen. Ellbogen weit nach hinten. Ah.
zeigt sich, was wirklich will. Und wenn du so machst. Macht einfach das Zeug zu Hause nach. Wer es länger machen will, macht es länger. Wer mehr Gewicht nimmt. Aber eben nicht über eine halbe Stunde. HITs sind nicht gedacht, mehr als 30 Minuten lang zu sein. Ihr sollt euch lernen, in kurzer Zeit an die Grenze zu treiben. Und mein Biefer kann nicht mehr. In diesem Sinne, haut rein. Macht's gut. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr ganz cool findet. So ein Workout mit Handeln, ob ihr mehr davon wollt. Euer Daniel und Anne. Tschüss.